Daten sind die wichtigste Grundlage von Innovation und Fortschritt. Hier im Krebsregister Rheinland-Pfalz werden ambulante und stationäre Patientendaten zu Auftreten, Behandlung und Verlauf von Krebserkrankungen erfasst, mit dem einen Ziel, die Behandlung von Tumorpatientinnen und Patienten zu verbessern. Denn Krebserkrankungen sind immer noch die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. In unserem Leitbild ist ganz oben an oberster Stelle verankert, dass der Patient bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt steht. Das wundert jetzt den einen oder anderen, weil wir ja gar keinen direkten Patientenkontakt haben. Wir behandeln ja nicht die Patienten hier im Krebsregister. Aber was die vielen engagierten Mitarbeiter hier tagtäglich leisten, ist, die Daten über alle Behandlungen hier zu sammeln, zu aggregieren, einer Qualitätssicherung zu unterziehen und dann zur Verfügung zu stellen, damit die Heilbehandlung in Zukunft verbessert werden kann, damit erfolgreiche Heilmethoden frühzeitig sichtbar werden und damit wir insgesamt die Versorgungssituation in Rheinland-Pfalz verbessern können. Mit seiner Datenbasis kann das Krebsregister Rheinland-Pfalz den gesamten Behandlungsverlauf von der Diagnose über die Therapie bis hin zur Nachsorge vollständig abbilden und auswerten. So ist es möglich, die Versorgungsrealität in Rheinland-Pfalz zu erfassen und eine Informationsgrundlage für Entscheidungsträger zu schaffen. Die Auswertungen des Krebsregisters Rheinland-Pfalz machen nicht nur erfolgreiche Behandlungsmethoden schneller sichtbar, sondern fördern aktiv Fortschritte in der Früherkennung, Diagnostik und Behandlung von Krebs. 1500 Meldungen erreichen täglich das Krebsregister. Zunächst werden diese in zwei Stufen genau geprüft, bevor sie zum größten Teil automatisch weiterverarbeitet und einer Person und einem Tumor zugeordnet werden. Um eine solche Datenmenge qualitätsgesichert verarbeiten zu können, sind modernste digitale Prozesse notwendig. Im Krebsregister Rheinland-Pfalz bearbeiten wir die Daten, die bei uns eingehen, weitestgehend automatisch und sind auch immer bestrebt, da neue innovative Technologien einzusetzen. Deswegen haben wir auch eine Stabsstelle Data Science gegründet, um dort auch Technologien aus dem Bereich KI, Machine Learning einzusetzen, mit einem ganz starken Fokus auf automatisierter Qualitätssicherung. Der unmittelbare Nutzen für die Patienten ist, dass wir mit unseren Daten und mit der Geschwindigkeit, in der die Daten erfasst werden und bei uns auch im System landen und wieder rausgehen können, dass wir näher an die Versorgung der Patienten heranrücken und die Daten auch unmittelbar in den klinischen Prozessen, beispielsweise bei Tumorkonferenzen, genutzt werden können, damit die Ärzte vor Ort Entscheidungen treffen können. Enger Austausch und Zusammenarbeit ist wichtig. Deshalb stellt sich das Krebsregister interdisziplinär auf und bringt unter anderem Menschen aus der Softwareentwicklung, Data Science, Bioinformatik, Epidemiologie und Medizin zusammen. Wir haben in den letzten Jahren ein sehr gutes Fundament geschaffen für Rheinland-Pfalz, die Daten der Krebsbehandlungen zu erfassen. Nachdem wir diese Aufbauarbeit geleistet haben, jetzt wünschen wir uns, dass die Daten einfach auch mehr genutzt werden. Es ist noch zu wenig bekannt, welcher Datenschatz bei uns liegt, den wir sehr gerne zur Verfügung stellen. Vieles kommt aus uns heraus, also unsere Wissenschaftler initiieren Studien und Projekte. Aber wir möchten natürlich durch eine noch engere Zusammenarbeit genauer wissen, was brauchen die Onkologen, die forschen, die klinisch tätigen Onkologen, in welche Richtung können wir uns weiterentwickeln. Also da kann es eine noch engere Zusammenarbeit geben. Ja, das würde ich mir wünschen für die Zukunft.